Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designclubs. Was bedeutet der Klimawandel für unsere zukünftigen Generationen? Die Auswirkungen könnten verheerend sein, wenn es nicht gelingt, Treibhausgasemissionen in ausreichendem Maß zu reduzieren, den Verlust an Biodiversität und Ökosystem wirksam zu verhindern. Inwiefern ist das aber auch eine Systemfrage? Wie sieht das ein aus Dresden stammender, renommierter, vielfach gewürdigter und engagierter Wissenschaftler? Und was sind seine dringenden Ratschläge an uns? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser heutiger Gast weiß, was freie Forschung bedeutet. Professor Dr. Gerhard Kreiser wurde 1945 in Dresden geboren. Er promovierte an der TU Dresden und war danach Gastwissenschaftler an der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershofen. 1971 scheiterte ein Fluchtversuch in die Bundesrepublik. Das führte zu einer Gefängnisstrafe, die mit dem Freikauf durch die Bundesregierung glücklich endete. 1978 habilitierte er sich schließlich an der TU Dortmund und wurde später Geschäftsführer der Dechema Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie. Er erhielt zahlreiche wissenschaftliche Auszeichnungen, ist Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und Mitglied der Scientists for Future. Gerhard Kreiser ist aber auch Gestalter, genauer gesagt Filmemacher und Mitglied beim Bundesverband Deutscher Filmautoren. Mit ihm spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch über freie Forschung, über die Abwehr des Totalitarismus und über den notwendigen Systemwandel hin zu einer Post-Carbon-Ökonomie. Ja, heute haben wir hier Gerhard Kreiser im Studio. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande kommt, weil da geht es um ganz viele ganz aktuelle Themen. Es geht um Wissenschaft, es geht um Totalitarismus, es geht einfach auch darum, also wie man eine Haltung entwickeln kann in dieser sehr widersprüchlichen und komplexen Situation, in der wir uns momentan gerade befinden. Gerhard, wie geht's dir denn? Gut, so lange. Mal gesund ist alles gut. Okay, also wir haben ja im DDcast versprochen, dass wir zu angrenzenden Bereichen hin die, wie wir es nennen, Designblase von innen perforieren wollen. Und Chemie ist ja direkt an das Design anschließend. An unzähligen Stellen hat Design, Produktdesign und so weiter mit Chemie zu tun. Jetzt mal, du bist ja irgendwann mal in die Verlegenheit gekommen, dich für ein Chemiestudium zu entscheiden. Und wann hast du denn zum ersten Mal drüber nachgedacht, in die Richtung zu gehen? Ja, das war sehr früh, da war ich 12 Jahre. Damals gab es noch keine solchen schönen Chemiebaukästen wie heutzutage. Aber ich habe ja damals noch in Dresden gelebt, also in der ehemaligen DDR. Da gab es ein schönes Buch, Kleiner Experimentator vom VEB Laborchemie Apolda. Wahrscheinlich war das Marketing, die wollten ihre Chemikalien loswerden und die Laborgeräte. Und da war so ein Titel, war Junge mit dem Pionierhalstuch, das war mir egal. Ich habe schon damals gemerkt, dass es gibt keine sozialistische Chemie. Und dann habe ich durch die Wohnung ich bewundere meine Mutter noch heute, einen Gasschlauch durch die Wohnung gelegt, von der Küche in mein Kinderzimmer. Und dort hatte ich das Labor, damit ich mit dem Bunsenbrenner arbeiten konnte. Und eines Tages hatte ich dann in so einem Chemielexikon eine tolle Bergemischung entdeckt. Mit der hat man im Ersten Weltkrieg ganze Fabriken eingenebelt. Und das fiel mir am Ostersonntag ein. Und dann war es für die Küche zu dicht, der Nebel. Da habe ich das Ding rausgestellt und da war der ganze Hof innerhalb von 10 Minuten zu. Und die Leute saßen alle auf dem Balkon beim Frühstück. Als die dann alle kamen, um meiner Mutter zu den besonderen Begabungen ihres Sohnes zu gratulieren, hatte ich mich im Kinderzimmer ein. Ja, gut, war natürlich ein guter Start. Du hast ja, also das ist ja der Start der Karriere eigentlich. Ne? Also mein Studium überspringen wir jetzt mal, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auf die Zeit aber. Du hast deine Karriere bei der Dechema als Wissenschaftler begonnen. Und also richtige wissenschaftliche Arbeit. Und welche Forschungsthemen waren dir denn, sagen wir so, intrinsisch, also von dir aus besonders wichtig? Ja, also ich bin von Haus aus Elektrochemiker und habe dann technische Elektrochemie gemacht. In der Doktorarbeit habe ich mich noch mit Korrosion und Passivierung von Eisen beschäftigt. Aber dann bin ich in das sozusagen Electrochemical Engineering, wie wir sagen, gegangen. Da habe ich zum Beispiel Katalysatoren für die Wasserelektrolyse gemacht, mathematische Modellierung von Reaktoren.
Habe auch Umweltschutzverfahren gehabt zur Reinigung von Abgasen, aber insbesondere von schwermetallhaltigen Abwässern aus der metallverarbeitenden Industrie. Und wenn man geringe Konzentrationen hat von einem Metall und man will das abscheiden, dann geht das sehr langsam. Da muss man irgendeinen Trick machen und der Trick hieß dreidimensionale Elektroden. Mhm. Das war dann mein Hauptarbeitsgebiet, also Festbettelektroden, Wirbelbettelektroden und sowas. Und naja, dann haben die Grünen dafür gesorgt, dass die Abwassergrenzwerte immer niedriger und niedriger wurden. Und je niedriger die wurden, umso konkurrenzloser war mein Verfahren. Und da habe ich damals schon immer gesagt, da habe ich politisch, war ich da noch auf einer anderen Seite als heute, gesagt, ich bin ein Schwarzer, der an den Grünen gut verdient. Weil ich hatte ja Patente und da gab es Lizenzeinnahmen und all solche Dinge. Und naja, vielleicht hat das schon den Grundstein für meine spätere Vorliebe für Schwarz-Grün gelegt. Wobei es mir langsam schon lieber umgekehrt wäre, so wie in Baden-Württemberg. Aber gut. Ja gut, aber das ist ja eben auch eines der Charakteristika von dir, dass du eben dich wirklich entwickelst. Also es gibt ja viele Leute, die im frühen Alter schon sich irgendwas festlegen und dann nie wieder davon loskommen. Ja. Bei dir ist das genaue Gegenteil der Fall. Du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben, auch autobiografische Bücher. Aber du hast insbesondere, und das finde ich hier besonders bemerkenswert, einen Roman geschrieben über die kalte Kernfusion. Das wurde auch, glaube ich, ganz gut verkauft, sogar 5000 Mal, wenn ich mich nicht täusche, stimmt es? Ja, aber was steckt denn hinter dieser Geschichte? Wieso hast du einen Roman geschrieben über die kalte Kernfusion? Ein guter Kollege von mir, der Martin Fleischmann, früher in England, der dann unter der Maggie Thatcher nach USA emigriert ist, der war zum Beispiel externer Gutachter meiner Habilschrift und so weiter und wir kannten uns natürlich sehr gut und waren befreundet. Haben auch zusammen Kurse gemacht. Der hat 1989 noch vor einer Publikation auf einer Pressekonferenz behauptet, wenn man schweres Wasser elektrolysiert, da geht der schwere Wasserstoff in die Palladiumelektrode rein, steht da so unter Druck, dass da eine Kernfusion stattfindet. Also normal in der Sonne braucht man da 150 Millionen Grad und das passierte bei Zimmertemperaturen. Da hieß das kalte Kernfusion. Und nun wollte ich dann wenigstens der Erste sein, der das auch in Deutschland kann. Zumal ich ein paar Elektrokatalysatoren hatte, so amorphe Metalle, die wären dafür besonders gut gewesen, wenn es funktioniert hätte. Da hätte ich vielleicht noch was mitverdient. Ja, also, aber da das nicht nur Elektrochemie war, sondern eben auch Radiochemie, habe ich mir in Berlin einen Kollegen besorgt, der Günter Marx. Mit dem zusammen haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir halt rausgekriegt, dass wir alle Experimente bestätigen können. Wir können sie aber alle ohne Kernfusion erklären. Und damit war das Thema gegessen und die Geschichte war zu Ende. Aber die hatte dann noch ganz interessante Konsequenzen. Der Heinz Riesenhuber wollte natürlich gleich sich profilieren und ein großes Forschungsprogramm auflegen. Also das Geld haben wir ihm dann erspart. Und eine nette Geschichte ist auch, hat mir der Ranga Yogeshwar später mal erzählt, der hat damals kräftig spekuliert mit Palladium. Und nach unserer Pressekonferenz hat er dann seine Palladiumsachen sofort wieder verkauft und hatte damit so viel Geld verdient, dass er sich seinen ersten Flügel von dem Geld gekauft hat. Du bist und ja. Vielleicht noch ein Satz. Ja. Der Gerhard Erdl, befreundeter Kollege, hat mir damals gesagt, also wenn es einen Preis für die Verhinderung eines Nobelpreises gäbe, den hätte ich gekriegt. Aber du bist ja 86, glaube ich, im Grunde so langsam aus der Wissenschaft ins Wissenschaftsmanagement übergegangen. Und was hat dich dabei angetrieben und was war das dann für eine Tätigkeit im Bereich des Wissenschaftsmanagements? Ja, also das war natürlich dann der Übergang in die Geschäftsführung der Dechema. Die Dechema ist eine wissenschaftlich-technische Gesellschaft, gemeinnützig auf dem Gebiet der chemischen Technik und Biotechnologie. Und ich meine, ich habe mich immer stark für das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit interessiert, auch dazu publiziert. Und mir war natürlich klar, dass man eben in der Position eines Geschäftsführers so einer Gesellschaft einen ganz anderen Aktionsradius für solche Aktivitäten hat. Aber es ist mir schon schwer gefallen. Also muss ich sagen, der Abschied von der Wissenschaft, das ist schon ein Schritt. Zum Glück war ich erstmal die ersten 5 Jahre stellvertretender Geschäftsführer, so dass ich da sozusagen im Gleitflug die Wissenschaft auslaufen konnte. Und dann hatte ich einen guten Nachfolger.
mit dem ich dann immer noch das eine oder andere in der Elektrochemie ein bisschen machen konnte. Ja, wir haben ja vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, dass du im Grunde im Laufe deines Lebens auch die politischen Seiten, wenn man es so nennen darf, gewechselt hast und bist ein mittlerweile sehr engagierter Mensch, wenn es um die ganze Thematik der Klimakatastrophe geht. Du bist ja als Wissenschaftler sozusagen sozialisiert und fühlst du dich denn zu den Scientists for Future zugehörig? Ja, bin da Mitglied. Ach so, bist Mitglied. Es gibt rund 30.000 Mitglieder im deutschsprachigen Raum und da bin ich dabei. Was machen letztlich die Scientists for Future? Naja, also sagen wir mal, die Gründungsidee kam eigentlich aus Folgendem. Das Tolle an den Fridays ist, die haben ja innerhalb eines Jahres etwas erreicht, was wir Wissenschaftler in 50 Jahren nicht hingekriegt haben. Das ist richtig, ja. Die haben plötzlich in der Politik und in der Gesellschaft ein breites Bewusstsein geschaffen für die Schwierigkeiten des Klimawandels, für die Notwendigkeit des Klimaschutzes und all diese Dinge. Und das war klasse. Und einfach, das war unser Motiv. Da waren wir dankbar. Mhm. Und da haben wir gesagt, da müssen wir die unterstützen. Und viele Freunde, also auch unser Clubfreund, Professor Moosbrugger oder Professor Curtius, haben da auch Vorträge gehalten bei denen. Einmal sind wir ja sogar zusammen auf so einer Veranstaltung gewesen. Und ja. Wenn du hast, die Scientists for Future sind eben auch dadurch charakterisiert, dass es ihnen gelungen ist, hat es ja gerade schon geschildert, Themen so aufzubereiten, dass sie gesellschaftlich diskutierbar waren. Und da ist deshalb, glaube ich, mir auch erlauben zu dürfen, dir die Frage zu stellen, was denn für dich so die drei wichtigsten naturwissenschaftlichen Kenngrößen sind, mit denen wir uns heute viel stärker vertraut machen sollten. Also wir jetzt eben als Design, aber eben auch in der gesamten Gesellschaft. Ja, also zunächst mal die Fridays, was an denen hervorragend ist, die haben der Öffentlichkeit klar gemacht, Leute, ihr müsst der Wissenschaft vertrauen. Das ist ganz entscheidend. Das Thema ist nämlich leider so kompliziert, dass selbst die meisten Wissenschaftler nicht alles auf diesem Gebiet wissen und verstehen. Aber die verlassen sich eben jeweils auf den Kollegen und sagen, der andere wird schon genauso zuverlässig und vernünftig arbeiten wie ich. Und das in der Öffentlichkeit durchzukriegen, ist halt ein bisschen schwierig. Also drei richtige, wichtige Kenngrößen sind für mich das 1,5-Grad-Ziel. Ja. Damit haben wir, am 2015 haben 197 Staaten sich verpflichtet, möglichst auf 1,5 Grad zu gehen. Und das ist bindendes Völkerrecht. Jedes Handeln unserer Regierung muss daran gemessen werden, ob sie das erfüllt. Und vieles, was da heute passiert, ist eigentlich ein Bruch vom Völkerrecht. Da gibt's ja Bundesminister, die stellen sich hin und verteufeln die quantitative, verbindliche Festlegung von Klimaschutzzielen mit so einer Vokabel wie Planwirtschaft. Ne? Das ist ja ein Rückfall in Klassenkampf des vorigen Jahrhunderts. Das ist verheerend, ja. Also. Die zweite wichtige Größe ist die Klimasensitivität. Darunter verstehen wir, um wie viel Grad sich die Erde, also die Atmosphäre, erwärmt, wenn wir von den vorindustriellen 280 ppm aufs Doppelte von 560 gehen. Da hat schon vor mehr als 100 Jahren Svante Arrhenius, also schon 1896, einen Wert ermittelt von 5,5 Grad. Wenn Leute da rummeckern an dieser Größe, sage ich immer, lest erstmal den Arrhenius und sagt mir, was der falsch gemacht hat, dann rede ich wieder mit euch. Hat sich bis jetzt keiner gefunden. Aber Gott sei Dank ist es ganz so schlimm nicht. Wir haben heute bessere Daten und deshalb ist dieser Wert heute keine 5,5 Grad mehr, sondern eben 3 seit 1979 schon, plus minus 1,5. Und im letzten 6. IPCC-Bericht von 2016 wurden die 3 Grad nochmal bestätigt, aber die Fehlerbreite ist jetzt noch geringer, er liegt also zwischen 2,5 und 4 Grad. Das ist das. Und das andere ist die dritte Kenngröße ist dieser Englisch Overshot Day oder Deutsch Erdüberlastungstag. Das markiert jenen Tag im Jahr, an dem wir alle nachwachsenden Rohstoffe verbraucht haben, die die Erde in einem Jahr bilden kann. Da sind wir weltweit, ist da im weltweiten Mittel der 2. August. Hm. In Deutschland ist es schon der 4. Mai. Ja. In den USA der 14. März. Das heißt, wir Industrieländer, wir bräuchten also für unseren Lebensstandard eigentlich 3 Erden. Ne? Hm.
Wir kommen zum zweiten wichtigen Themenkomplex, nämlich der Fragestellung sozusagen des der Verhältnisses der von Wissenschaft und Totalitarismus. Ich meine, dich kann man dazu fragen, weil du in einem totalitären Regime im Gefängnis gesessen hast, was also eben totalitäre Regime mit Wissenschaft machen. Deshalb auch die Frage direkt, sind autoritäres Denken und Wissenschaft ein Widerspruch oder stehen die im Widerspruch? Ja, ganz unbedingt. Und ja, also in der DDR war es ja so, da wurde ja die Wissenschaft schlicht zur Dienerin des Sozialismus erklärt. Und wer das nicht zumindest scheinbar akzeptierte, konnte eine wissenschaftliche Karriere vergessen. Also das war schon eindeutig. Das ist aber in anderen Ländern auch. Es fängt, wie wir in Polen zum Beispiel gesehen haben, zuerst damit an, dass man die Freiheit und Unabhängigkeit der Justiz einschränkt. Und dann kommt aber sofort immer die Wissenschaft hinterher, weil diese Systeme können es sich einfach nicht leisten, dass Wissenschaftler Ergebnisse verkünden, die im Widerspruch zu ihrem politischen Handeln stehen. Das ist auch bei Ziblatt ja eben How Democracies Die, ist es ja auch sehr genau ausgeführt, also wie das beginnt, also wie diese Art von Demontage von gesellschaftlichen Freiheiten beginnt. Und da ist in der Tat eben meistens die obersten Gerichtshöfe, die als erstes angegriffen werden, damit im Grunde auch diese verbrecherischen Regime handeln können. Aber dann tu mal konkreter die Frage, was passiert mit einer Wissenschaftslandschaft, wenn Rechtsradikale an die Regierung kommen? Ja, dann passiert genau das, was ich gesagt habe, da geht's eben erst los mit Unabhängigkeit der Justiz beseitigen. Und der nächste Schritt ist gleich, dass die Handlungsfreiheit der Wissenschaft eingeschränkt wird und dass man dann als Wissenschaftler eben nicht mehr gefragt ist. Und da jetzt konkret anschließend, wir sind zum Glück noch nicht in der Situation, in der eben zumindest in Deutschland Rechtsradikale an die Bundesregierung kommen. Das sollten wir auch möglichst vermeiden. Da haben wir eben auch mit den Demokratiedemonstrationen einiges gesehen, was da sehr vielversprechend ist. Und ich habe ja auch an praktisch jeder teilgenommen und man sieht, dass da Leute auf die Straße gehen, die bisher eigentlich überhaupt nicht aktivierbar waren. Also da ist was im Gange im positiven Sinne, aber was parallel läuft und auch durch Fehlinformationen, durch Trollfabriken und so weiter, durch Einflussnahme von außen, eben Fehlinformationen oder Fakes im Netz. Welche Gefahren siehst du denn da? Du bist ja auch Filmemacher, du bist sehr medienbewusst. Welche Gefahren oder welche Kräfte stecken hinter solchen Entwicklungen? Welche Gefahren sind damit wirklich verbunden? Also diese Gefahren kann man überhaupt nicht überschätzen. Die sind real und die sind ein großes Problem. Und zwar eben deshalb, weil diese Fehlinformationen und Fakes die Meinung einer breiten Öffentlichkeit beeinflussen und die Regierung wird nie etwas tun, was der Meinung einer breiten Öffentlichkeit widerspricht, denn die sind ja alles Wähler. Also das Problem ist ganz gewaltig und das sind natürlich zunächst mal Lügen, Fehlinformationen und Fakes in den sozialen Netzen, aber noch schlimmer ist fast die Tatsache, dass bereits 2/3 aller wissenschaftlichen Zeitschriften sind das, was die seriösen Verlage Raubjournale nennen. Das sind also Zeitschriften, die äußerlich seriös herkommen. Wenn man da im Internet eine Zeitschrift aufmacht und einen Artikel sich anguckt, kann man nicht von einem seriösen Wissenschaftsartikel unterscheiden. Aber die tun so, als wären sie referiert. Sie werden aber nicht referiert. Es werden zwar Referees genannt, aber die winken alles durch. Deren einziges Ziel besteht darin, den Autoren ein anständiges Veröffentlichungshonorar abzunehmen. Und die zahlen dann kräftig und da wird jeder Unsinn publiziert. Also so Leute von EIKE zum Beispiel, also diese absoluten Klimaschutzgegner, die können da locker publizieren. Und das Schlimme ist halt, und dahinter stecken jede Menge sogenannter Institute, das ist ja kein geschützter Begriff, die von der Industrie natürlich, und zwar von der Ölindustrie, aber auch von der Autoindustrie finanziert werden. Und die sind längst so schlau, dass sie nicht selber als Konzern per Öffentlichkeitsarbeit so dummes Zeug verkünden. Das lassen sie lieber angekauften Wissenschaftler machen. Gibt tolle Filme, die das ganz klar zeigen. Also neulich lief einer im Fernsehen, das Klima im Würgegriff der Ölkonzerne. Da darf man ruhig die Autoindustrie gleich mit dazu nehmen. Und dann gibt's einen sagenhaften Film, Who Killed the Electric Car? Und zwar steckt dahinter folgende Geschichte. Schon in den 90ern gab es in Kalifornien ein Gesetz mit dem Flottendurchschnitt, den man einhalten musste. Ja. Da hat GM
ein elektrisches Auto, Batterieauto entwickelt, und aber nicht verkauft, sondern nur geleast. In großer Zahl, das war ein großes Erfolgsmodell. Parallel haben die Lobbyisten in Washington dran gearbeitet, das Gesetz in Kalifornien zu killen. Und als das gelungen war, haben sie die Autos zurückgeholt. Und wer sie nicht freiwillig abgeben wollte, wurde von der Polizei verhaftet und abgeführt. Und dann hat natürlich GM, dann kam dieser Film, Who Kills Electric Car, und die gesamte Auflage an DVDs hat dann die GM gekauft und vernichtet. Aber heute kann man ihn wieder kaufen. Ja, zum Glück. Oder man kann wahrscheinlich auch auf YouTube sehen. Ja, kann man auch, ja. Aber ich habe mir direkt gekauft. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Information. Ja. Ich meine, es gibt ja dieses The Merchants of Doubt von Naomi Oreskes, also wo es darum geht, also wie eben Wissenschaftler dafür bezahlt werden, Zweifel zu streuen, wo es überhaupt keinen Zweifel gibt. Ich möchte jetzt aber auf zwei... Aber es gibt noch ein tolles Buch, wollte ich noch ergänzen. Das heißt Die Klimaschmutzlobby von Frau Götze und Görres. Da werden auf 300 Seiten alles aufgezählt, was die Hintergründe für all diese Fakes sind und so weiter. Also das ist schon sehr ernst zu nehmen. Und Also ich möchte auch zwei sehr seriöse Veröffentlichungen der letzten Monate eigentlich nochmal zurückkommen. Und zwar einmal von Friederike Otto, die deutsche Klimaforscherin am Imperial College in London. Unterstreicht ja in ihrem jüngst erschienenen Buch Klimaungerechtigkeit besonders die Relevanz einer sozialen Betrachtung von extremen Ereignissen. Also nicht die Naturkatastrophe an sich ist das Problem, sondern die Vulnerabilität von sozialen Gruppen und deren Exponiertheit diesen Ereignissen gegenüber. Insofern argumentiert sie dann, dass im Grunde jedes Zehntel Grad an durchschnittlicher Erderwärmung ein immer höheres Risiko vor allem für die besonders Schwachen und Exponierten darstellt. Also welche Rolle spielt in deiner Wahrnehmung die soziale Situation, in der ein Mensch natürlich in Extremsituationen ausgesetzt ist? Ja, der ganze Klimawandel mit seinen Folgen trägt natürlich enorm dazu bei, dass die sozialen Unterschiede nicht etwa nivelliert werden, sondern die werden verstärkt. Die sozial Schwächeren sind in der Tat viel stärker betroffen. Man denke nur an die arme Bevölkerung flacher Inselstaaten, die ohne unsere Hilfe da überhaupt nicht weggehen kann. Und auch bei uns ist es so, dass die sozial Schwachen natürlich am meisten drunter leiden, wenn sie ihr Hab und Gut bei Flutkatastrophen und Ähnlichem erwähnen. Diese Vulnerabilität ist eben natürlich ein ganz besonders wichtiges Thema und ist so wichtig, dass also immer wenn neue Berichte vom IPCC erscheinen, beschäftigt sich ein Band mit der Vulnerabilität. Und man muss eben insgesamt das System sehen. Und das sind eben drei Kapitalstöcke, die wir zusammenhalten müssen. Das ist das Humankapital, das Naturkapital und das Wirtschaftskapital. Und andere bringen das auch auf die Formel mit den drei Ps, also People, Planet, Profit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich das so betrachtet, deshalb bin ich auch sehr froh, dass dieses Buch erschienen ist, ein auch sehr gut lesbares Buch von Friederike Otto, weil dadurch klar wird, dass im Grunde jeder Angriff auf Klimaschutzmaßnahmen erstmal substanziell ein Angriff auf die armen Menschen ist. Und zwar nicht nur die Armen bei uns, die vielleicht keine Versicherungen haben, wenn sie einen Schaden erleiden, sondern insgesamt auf die ärmere Hälfte der Menschheit. Also das muss man einfach zusammen sehen. Ja. Das Verhindern von Klimaschutzmaßnahmen ist immer ein direkter Angriff auf die Schwächsten. Ein zweites Buch möchte ich dann nochmal ganz kurz hier auch ins Spiel bringen, und zwar von Hannah Ritchie, die sehr renommierte Umweltempirikerin und Statistikerin an der Universität Oxford, schreibt in ihrem jüngst erschienenen Buch mit dem tollen Titel Not the End of the World, How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet. Sie schreibt also, dass wir ganz im Gegensatz zu vielen Dystopien keineswegs am Ende der Entwicklung der Menschheit stehen, sondern eigentlich die Ersten sind, die aufgrund der technologischen Errungenschaften in der Lage sind, eine nachhaltige Welt zu gestalten. Also das ist ja eine sehr positive Interpretation. Wie siehst du das denn? Ja, absolut ist das so. Der Klimawandel ist nicht nur eine Katastrophe, der ist vor allen Dingen eine große Chance. Es ist immer so, dass bestimmte Dinge ihre Zeit haben und dann sind sie halt weg. Also nehmen wir doch nur mal diese Geschichte von Siemens und dem Fernschreiber. Siemens, die haben das Fax erfunden, haben das gemeint, das könnten sie im Tresor verschwinden lassen, weil sie sich das Geschäft mit dem Fernschreiber nicht kaputt machen wollen. Dasselbe macht jetzt die Autoindustrie mit ihrem Verbrenner. Die möchte das E-Auto wegschließen in Safe und den Verbrenner weiterverkaufen. Und wer da zu spät kommt, der kommt halt zu spät. Ja, aber wer die Chance, die da drin ist, ergreift, der ist eben dann ganz vorne.
Und diese Chance hätten wir, aber wir sind da keineswegs das große Vorbild auf der Welt. Wir sind eben eher die, die am Alten viel zu lange festhalten. Aber natürlich gibt's enorme Chancen und das ist ja völlig klar. Inzwischen redet ja keiner mehr davon, obwohl es eine Realität ist. Da wurde immer gesagt, die Kernenergie ist so billig, der Strom. Aber das stimmt ja nicht, der Strom. Der Preis war nie ehrlich, der war immer subventioniert. Ja. Und selbst wenn ich diesen subventionierten Preis nehme, ist schon seit vielen Jahren Wind- und Solarenergie einfach billiger. Es ist ja auch völlig absurd, dass jetzt unter Wilders die Holländer eben doppelt so viele Kernkraftwerke bauen wollen, als ohnehin schon dummerweise vorher geplant waren. Aber gut, also es gibt... Abwarten, ob es so weit kommt. Das glaube ich muss nicht. Immer auch die Industrie mitmachen. Und in Deutschland wird sich keine Industrie finden, die mitmacht. Wenn wir jetzt, dieses Systemthema ist natürlich jetzt die ganze Zeit schon im Raum und auch hinter den Fragen, aber bei Fridays for Futures hört man ja oft den Ruf, change the system, not the climate. Wie stehst du denn dazu und was denkst du über diese große Transformation, die da drin sozusagen angelegt ist? Also als ich das erste Mal gehört habe, war ich schon skeptisch. Aber das ist jetzt ein paar Jahre her und nach allem, was ich so in der Zwischenzeit wieder erlebt habe, bin ich immer mehr davon überzeugt, dass wir diesen Systemwandel, den manche eben auch die große Transformation nennen, wirklich brauchen. Es wird höchste Zeit, dass wir einen elementaren Satz von Albert Einstein endlich mal verstehen und verinnerlichen und danach handeln. Man kann ein Problem nicht mit den Methoden lösen, die es verursacht haben. Und das heißt, unser wirtschafts- und gesellschaftspolitisches System hat ja zu diesem Klimawandel geführt. Und dann kann man nicht mit diesem System das alles wieder beseitigen. Daran direkt anschließend eben auch die Frage, die dann sozusagen auch zurückgeht bis ins 18. Jahrhundert im Grunde, nämlich nach der Frage des Gesellschaftsvertrags. Also brauchen wir auf Basis dessen, was du gerade gesagt hast, einen neuen Gesellschaftsvertrag? Und wie müsste der eigentlich aussehen, wenn man das jetzt so auf die Spitze treibt? Ja, also zunächst einmal wird es wieder höchste Zeit, dass wir müssen nicht auf die Marktwirtschaft verzichten, der wir viele Erfolge verdanken. Aber sie darf nicht ungebremst frei sein. Es ist ja ein Märchen, dass die, also Freiheit und muss wieder im Doppelpack mit Verantwortung gesehen werden. Und es ist ja ein Märchen, dass die freie Marktwirtschaft den Kommunismus in die Knie gezwungen hat. Das war die soziale Marktwirtschaft. Und danach wäre es, statt nun den Neo- und Erzliberalen zu erlauben, das Sozial zu streichen, hätten wir aus der sozialen Marktwirtschaft eine ökosoziale Marktwirtschaft machen müssen. Und das wird nun allerhöchste Zeit. Hinzu kommt, dass diese Marktwirtschaft auch ehrlich sein muss. Unsere beruht auf massiv gelogenen Preisen. Wir haben uns, im Klartext ist dann natürlich eine, was schon Arthur Pigou 1912 gefordert hat, die Internalisierung externer Kosten. Das ist im Klartext heute, wir brauchen eine CO2-Steuer und nicht so ein Pipifax-Betrag von 20 oder 30 Euro, sondern eben, die muss so hoch sein, dass sie sich an den Rückholkosten des CO2 aus der Atmosphäre orientiert. Und dann wären wir eben beim Wert von 500. Also beim Wasser haben wir uns längst dran gewöhnt, dass wir nicht nur den Verbrauch, sondern eben auch die Reinigung bezahlen. Nur beim CO2 und der Luft verweigern wir das bis heute. Und das kann so nicht weitergehen. Ich meine, das ist auch so, ich zitiere das immer ganz gerne. In meiner Kindheit war die Modau in Eberstadt rot, grün oder blau, je nachdem, was Caparol gerade aus seinen Tanks rausgewaschen hat. Und das hielt man damals für normal und sagte, das ist Fortschritt und Wirtschaft. Das ist mittlerweile so weit weg. Und wenn man das eben auch als Maßstab nimmt, also was in der Gewässerreinhaltung gelungen ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, und das wirklich als Utopie im Grunde auch mal einfach immer vor den Leuten vor die Augen führt, das sagt man, so können wir auch dieser Petrol sozusagen Dominanz entkommen. Ja, ja. Aber es ist schwerer zu sehen. Also ich meine, das ist ja immer das Thema, dass der Klimawandel nicht wirklich sichtbar ist. Und bei der Moda war es sichtbar, dass er rot-blau oder grün war. Gut, jetzt aber nochmal zu dem Gesellschaftsvertrag vielleicht. Ja. Also ich sehe da, ich bin natürlich kein Gesellschaftswissenschaftler, aber ich sehe da folgende Schwerpunkte. Also eben das, was ich schon sagte, endlich mal knallhart ehrliche Preise. Denn falsche Preise setzen falsche Signale für falsches Handeln. Dann brauchen wir
vor allem ein Schutz und eine Stärkung der KMUs, also der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn die sind das Rückgrat unserer Marktwirtschaft. Wir brauchen eine Rückverstaatlichung aller Infrastrukturleistungen. Also der Gedanke, dass Krankenhäuser privatisiert sind und Krankenhausbeiträge oder Krankenversicherungsbeiträge zum Teil in der Tasche von Aktionären landen, ist ja unerträglich. Wir brauchen eine Stärkung und Ausbau des gemeinnützigen Sektors und wir brauchen eine massive Machtbeschränkung internationaler Großkonzerne. Also das hat schon der Henry Kissinger vor 20 Jahren oder 30 Jahren gesagt, das kann so nicht weitergehen, dass internationale Großkonzerne ganze Regierungen wie ein paar Schafe vor sich hertreiben. Ja gut, das hängt ja vor allem jetzt, wenn man diese Börsenwerte von Nvidia betrachtet oder von Microsoft, die ja in Größenordnung von großen, also Bruttosozialprodukten von großen Volkswirtschaften sind. Das kann so nicht weitergehen. Was natürlich eine völlig absurde Situation ist, dass ganze Regierungen einfach locker erpresst werden können. Also von daher bin ich auch sehr dankbar für diesen Punkt. Ich möchte aber nochmal abschließend jetzt auch zum Thema Wissenschaft zurückkommen, nachdem wir jetzt irgendwie sozusagen dieses Thema dieser systemischen Fragestellung, finde ich, sehr gut berührt haben. Und zwar aufgrund einer eigenen, sehr schlimmen Erfahrung mit dem autoritären Regime. Was kann denn die Wissenschaft heute tun? Also ich meine, das ist jetzt wirklich natürlich eine Frage, wie stark kann Wissenschaft sein? Was kann Wissenschaft tun, um autoritären Tendenzen so früh wie möglich und auch so wirksam wie möglich zu begegnen? Naja, also wenn es da eine absolut erfolgversprechende Antwort gäbe, dann wäre der Trump nie gewählt worden und die AfD wäre nie aus dem 5%-Keller gekommen. Also autoritäres System ist ein bisschen ein schillernder Begriff. Zu jedem autoritären System gehört natürlich auch ein Volk, das das toleriert und unterstützt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das deutsche Volk mehrheitlich den Hitler unterstützt hat. Und ohne die Unterstützung des deutschen Volkes hätte es keine NSDAP gegeben, kein Drittes Reich und schon recht keinen Holocaust. Also ohne die breite Unterstützung des palästinensischen Volkes zum Beispiel in Gaza wäre die Hamas nie gewählt worden und sie hätte nie ihre terroristische Gewalt entfalten können, die wir heute sehen. Dennoch muss Wissenschaft natürlich versuchen, eine Schutzwirkung gegen solche autoritären Systeme zu bilden. Wissenschaft, und das ist ein großes Plus, kennt keine nationalen und keine Rassengrenzen. Und selbst im Kalten Krieg hat die Gemeinschaft der Wissenschaften systemübergreifend funktioniert. Ich war selber in unseren eigenen europäischen Föderationen da jahrelang als Generalsekretär. Der gesamte Ostblock war dabei, nur die DDR hat nicht mitgemacht. Also solange die Verhältnisse noch demokratisch sind, muss die Wissenschaft auch öffentlich sichtbar sein. Und ihre Leistungen müssen in der Breite erkennbar sein. Das Bildungssystem muss die Menschen darauf vorbereiten, Wissenschaft zu akzeptieren und zu fördern. Je mehr die Menschen der Wissenschaft vertrauen, weil sie der Motor des technischen Fortschritts ist, umso besser ist das für den Wohlstand aller und umso immuner werden die Menschen gegen Parteien und Populisten sein, die eben das Gegenteil wollen und die Freiheit behindern wollen. Das ist, wenn man jetzt überlegt, also wo kommt eigentlich diese Wissenschaftskritik her? Ich meine, einer der relevantesten Faktoren sind sicher die evangelikalen Kreise in den USA. Wir hatten mit dem Sunny Dolat hier auch drüber gesprochen, dass eben diese ganzen Anti-LGBTIQ-Plus-Gesetze, die in Afrika momentan durchgesetzt werden, meistens mit Geldern von den Evangelikalen in den USA finanziert werden. Also das ist praktisch die gesellschaftliche Veränderung zum allerschlechtesten von diesen Leuten, die auch die Wissenschaft angreifen, finanziert werden. Wie siehst du das jetzt speziell? Da gibt es dieses Kreationismus-Thema statt der Evolutionstheorie, also völlig absurdes Zeug, flache Erde-Theorien, die eben von den Leuten da eben mit wahnsinnig viel Geld finanziert werden. Also welche Relevanz hat das tatsächlich in Deutschland, wenn man mal auf unsere Wissenschaft guckt? Da bin ich zunächst einmal froh, dass die Evangelikalen nicht bei uns auch noch die Welt auf den Kopf stellen. Okay. Wir haben schon genügend Probleme. Ja. Also ich bringe es immer gerne auf den Punkt. Diese Leute befinden sich wie einst Mao auf dem großen Marsch, diesmal zurück ins Mittelalter. Mhm. Und es gibt halt bei uns natürlich ganz ähnliche Tendenzen. Die sind halt nur nicht so religiös aufgeladen. Aber auch bei uns gibt's viele Menschen, die den anerkannten Stand der Wissenschaft nur allzu gerne leugnen, insbesondere dann, wenn die Wissenschaft ihre eigene politische Überzeugung in Frage stellt. Und das ist auch etwas, was ich meinen älteren Kollegen gerne sagen. Also das Privileg unseres Alters ist nicht unser Wissen, sondern unsere Lernfähigkeit. Wir dürfen nicht aufhören zu lernen.
Und das Recht auf Meinungsfreiheit, das ist eine ganz gefährliche Sache. Also ich lese gerade das hochspannende Buch von der Hannah Arendt über Wahrheit in der Politik. Die unterscheidet da eben zwischen der Tatsachenwahrheiten und Vernunftwahrheiten. Vernunftwahrheiten, das ist Mathematik, also sowas wie Pythagoras und so. Da regt sich ja niemand auf, das stört ja niemandes Leben. Aber die Tatsachenwahrheiten eben wie beim Klimaschutz, das würde ja heißen, dass ich was tun muss. Und das ist dann halt schon sehr schwierig. Und da werden pausenlos irgendwelche Dinge in die Welt gesetzt. Und das ist auch schwer zu bekämpfen. Also die Mai Tai Kim Nguyen, diese Wissenschaftsjournalistin, wie auch Chemikerin Kollegin ist, hat das ja mal schön auf den Punkt gebracht. Die nennt solche Argumente, die da immer wieder kommen, die Unkrautargumente. Sie sind schon 100-mal widerlegt, aber sind nicht auszurotten wie Unkraut. Und das ist das Problem. Und deshalb muss die Wissenschaft muss wirklich als Wegweiser dienen und sie muss als Wegweiser anerkannt sein. Und nur wer Wegweiser nicht liest, der verirrt sich in aller Regel hoffnungslos. Mir gefällt eben auch die gesamte Schlaufe, die wir jetzt gemacht haben, sozusagen über die Notwendigkeit der Selbstverteidigung der Wissenschaft, dass die Wissenschaft tatsächlich selbst erkennen muss, welche Rolle sie spielt, ja, und dann eben auf Basis von wissenschaftlichen Wahrheiten, also die beiden Wahrheiten auch unterschieden, dann handlungsfähig wird, weil die Wissenschaft kann sich eben nicht mehr leisten, in der Neutralität zu verharren. Ja. Kann ich behaupten, also wir haben keine politische Position, es geht gar nicht. Ja. Ja. Und da deshalb bin ich auch diesen ganzen Hintergrund, den du mitbringst, der legitimiert ist natürlich auch so stark, aber wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende und ich möchte aber noch einen Punkt sozusagen da ins Spiel bringen, weil du bist ja Filmemacher, also ich meine, du bist ja auch ein prämierter Filmemacher und nach deiner schon jetzt auch einige Zeit zurückliegenden Pensionierung hast du, glaube ich, Golfspielen so sehr intensiv betrieben oder betreibst es, aber dieses Filmen, was bringt dir das und wieso machst du das? Also das ist ja eine sehr arbeitsintensive Geschichte und was für Themen bearbeitest du mit deinen Filmen? Ja, also ich habe eigentlich schon seit früher Jugend intensiv fotografiert mit eigener Dunkelkammer und so weiter. Aber bei der Geburt des ersten Kindes bin ich dann zum Filmen übergegangen und richtig pflege ich das erst nach meiner Pensionierung. Da bin ich dann Mitglied im Wiesbadener Filmkreis geworden und wir sind im BDFA, Bund Deutscher Filmautoren. Also das ist auch so was, der hieß früher mal ehrlicher Bund Deutscher Filmamateure. Und ich bin immer noch für den alten Ausdruck, weil der ehrlich ist. Aber da machen wir halt schöne Wettbewerbe und da habe ich schon so über 25 Wettbewerbsfilme gemacht. Und 13 Medaillen und 2 haben eben den Obelisken gekriegt. Das ist das Höchste, was man erreichen kann im Amateurfilm in Deutschland. Und das sind meistens, ich nenne das Pop-Science-Filme, also es sind Dokumentarfilme in aller Regel. Pop-Science? Pop-Science, also okay. Populärwissenschaft, okay, 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 steckt da dahinter. Und also da ist zum Beispiel einer, der sich intensiv mit der Verkehrswende beschäftigt, der heißt, wenn möglich, bitte wenden. Also wir müssen endlich mal die Verkehrswende einleiten. Und da erzähle ich halt von der Brennstoffzelle. Da ist zum Beispiel der Zug zu sehen mit Brennstoffzellen, von denen jetzt welche im Rhein-Main-Gebiet schon laufen, in Kelkheim, in Königstein. Und da habe ich die Jungfernfahrt von dem Ding gefilmt. Da habe ich ein paar Tage lang ein richtiges anständiges Brennstoffzellenauto gehabt und habe das gefahren. Ja, andere Sachen sind eben beispielsweise Farbenchemie. Die größte Farbstoffsammlung ist in Dresden, in der Farbenchemie an der TU. Oder ich habe was über den Ernemann gemacht. Das ist der Gründer der Kamera- und Kinoindustrie in Dresden gewesen. Und eben auch jetzt ein Film, der sich mit dem Klima beschäftigt, den ich habe, Klimaschutz AD, Fragezeichen, weil wir ja im Moment komische andere Prioritäten haben. Vor lauter Krisen und Kriegen kommen wir ja überhaupt nicht mehr zum vernünftigen Nachdenken und Handeln. Und da zeige ich, wollte nicht zum 100. Mal diese Mauna Loa-Kurve zeigen, sondern ich nehme die letzten 600 Jahre Erdgeschichte und 600 Millionen Jahre Erdgeschichte und zeige, wo war ein Artensterben und wie haben sich in dieser Zeit die Temperatur entwickelt und der CO2-Gehalt. Da kann man sehr viel draus lernen. Und das, was wir jetzt machen, ist also das ganze menschenähnliches Leben oder überhaupt Säugetierleben ist ja erst möglich geworden, als im Carbon die CO2-Konzentration von über 4000 ppm runter ist auf 300 ppm. Und
Und dieser Prozess, der hat ja Millionen gedauert. Und wenn wir alle fossilen Vorräte verbrennen, dann machen wir diesen Prozess rückwärts. Und dann machen wir mit 50.000-facher Geschwindigkeit das wieder kaputt, was die Erde für uns mal geschaffen hat, damit wir existieren können. Und das kann nicht vernünftig sein. Das ist definitiv nicht vernünftig. Da stelle ich natürlich jetzt auch unsere Abschlussfrage, nämlich nicht, was ist vernünftig, sondern was ist gut. Das ist ja das Motto und auch die Grundlage unserer Sendefolge. So, was ist gut? Also da würde ich sagen, gut ist nur das, was unsere Enkel in ihrer Erinnerung auch in 50 Jahren noch als gut bewerten werden. Das Festhalten an einem wirtschaftspolitischen System, das ihnen die Folgen des Klimawandels aufgebürdet hat, gehört definitiv nicht dazu. Unser Engagement für den Klimaschutz werden Sie hoffentlich als gut bewerten, selbst wenn es nicht so erfolgreich gewesen sein sollte, wie Sie es sich gewünscht haben. Ja, vielen Dank für den zeitlichen Bogen von vor 600 Millionen Jahren bis in 50 Jahre. Ich danke mich sehr herzlich für den Besuch hier im Studio, weil für uns ist das elementar, eben das Thema Wissenschaft stärker einzubinden, auch im Sinne der Öffnung der Designblase. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, oder ich wüsste jetzt tatsächlich niemanden, der diese Fragestellung, die wir hier momentan behandeln, nämlich das Aufkommen einer stärker totalitär orientierten Grundstimmung, die Notwendigkeit des Engagements der Wissenschaft und eben auch die kreative Beschäftigung mit der Welt, die du als Filmemacher ja auch toll belegst, so zusammenbringen würde. Vielen Dank. Es gibt ein schönes indianisches Sprichwort. Das heißt, wir haben die Erde nicht von unseren Vätern geerbt, sondern nur von unseren Enkeln geliehen. Und da steckt viel Weisheit drin. Es war mir schon ein Vergnügen, auf deine Fragen einzugehen. Man kann nur gute Antworten geben, wenn man gescheite Fragen kriegt. Vielen Dank. Das war Gerhard Kreiser im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Er zeigt, dass Alter kein Hinderungsgrund für wissenschaftliches und kreatives Engagement für eine bessere Zukunft ist. Nächste Woche treffen wir dann Tanja Gottlewski, die sich mitten in der Popszene mit Image und Gender Design beschäftigt. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.